Herzlich willkommen zur Pressekonferenz nach dem ÖVP-Bundesparteivorstand mit Bundesparteiobmann Josef Kröll und dem designierten neuen Bundesparteiobmann Dr. Michael Spinnlecker. Bitte. Meine sehr geehrten Damen und Herren, lieber Michael, herzlich willkommen bei einer Pressekonferenz, der zweiten für mich seit gestern, als ich bekannt gegeben habe, dass ich mich aufgrund meiner gesundheitlichen Herausforderungen, die ich zu bewältigen habe, aus allen politischen Ämtern der Republik und der Partei zurückziehen werde, haben wir heute, und das durfte ich auch noch tun, als Parteiobmann der Österreichischen Volkspartei eingeladen zu einem Bundesparteivorstand, in dem wir diskutieren und beraten haben, wie es weitergehen soll. Ich habe darauf gedrängt, dass es eine rasche Entscheidung, eine klare Entscheidung für die Zukunft der ÖVP geben soll und geben muss. Und ich habe auch Dr. Michael Spindlecker, den Außenminister, den ich ins Regierungsteam geholt habe und mit dem ich eine sehr intensive und positive Zusammenarbeit in den letzten Jahren in dieser Regierung verbunden hat, vorgeschlagen. Der Vorschlag wurde einstimmig angenommen. Und ich darf jetzt den neuen Bundesparteiobmann, den geschäftsführenden Bundesparteiobmann bis zum nächsten Parteitag, Dr. Michael Spinnlecker, nicht nur hier begrüßen, sondern ich auch bitten, das Wort zu übernehmen. Meine Arbeit ist getan in der Partei, ich habe viel eingesetzt, ich freue mich über die klare Entscheidung. Ich wünsche dir alles, alles Gute. Du wirst mit einer ruhigen, besonnenen und zielstrebigen Art die Österreichische Volkspartei bei der nächsten Wahl zum Erfolg führen. Danke schön. Meine sehr geschätzten Damen und Herren, lieber Sepp Röll, heute habe ich einen großen Auftrag übernommen, wurde mir einstimmig das Vertrauen geschenkt. Es ist ein großes Vertrauen, eine Art Vorschusslorbeere für das, was ich zu erfüllen habe. Ich möchte aber, bevor ich sage, was ich vorhabe, dem Josef Röll Folgendes sagen. Er hat gestern in einer Pressekonferenz gesagt, Anstand und Stillstand sind zwei Worte und Begriffe, die jetzt für ihn ganz wichtig sind. Und ich möchte das aufnehmen. Anstand, es ist eine der Leitlinien für uns, auch in der Politik ganz generell, nicht nur in der Volkspartei, mit dem wir zukünftig auch gestalten müssen. Nämlich das, was Anforderungen an die Politik betrifft, was das Persönlichkeitsprofil jedes Politikers anlangt. Und Stillstand, das ist das, was vielfach auch kritisiert wird in diesem Land, dass wir zu wenig, auch in der Bundesregierung, das gestalten, wozu wir da sind. Auch das möchte ich aufgreifen. Da muss es Bewegung geben, da muss die Modernisierung Österreichs vorangetrieben werden. Ich habe heute eine Aufgabe übernommen, für die ich mich nicht gemeldet habe, die ich nicht angestrebt habe. Ich übernehme das als einen Auftrag, der für mich heißt, wir müssen jetzt vor allem das Vertrauen wiedergewinnen. Wir haben in den letzten Wochen und Monaten als Volkspartei dieses Vertrauen vieler Menschen verloren. Sind manche bitter enttäuscht über das, was sich bei uns getan hat. Dieses Vertrauen wiederzugewinnen ist nicht morgen möglich, sondern nur Schritt für Schritt. Darum ist es notwendig, dass wir Verlässlichkeit gerade in unserer täglichen Regierungsarbeit beweisen. Es wird eine Fortsetzung der Regierungsarbeit der Volkspartei geben, so wie das unter Josef Kröll begonnen hat. Zielstrebig, jedem Ressort nach bestimmten Kriterien und Zukunftsaufgaben ausgerichtet, eine Zusammenarbeit mit dem Koalitionspartner geben. Ich möchte rasch mit Bundeskanzler Werner Faymann zusammentreffen, um auch das zu besprechen, was für mich als neuen Teamleader im ÖVP-Team wichtig ist. Das Zweite, wozu ich stehe, ist, dass wir auch innerhalb der Volkspartei einen Erneuerungsprozess starten. Wir werden aufgrund des Ausscheidens von Josef Kröll eine Veränderung im Regierungsteam haben. Ich möchte das möglichst rasch in der Form beschließen lassen, dass wir gute Persönlichkeiten ins Regierungsteam holen, die diesen Anforderungen gerecht werden können. Ich habe dazu heute auch vom Parteivorstand eingefordert, dass ich dazu ein Pouvoir habe, dass ich mir diese Personen im ÖVP-Regierungsteam aussuchen kann. Auch das wurde einstimmig heute festgehalten. Und das Dritte,
das sind die inhaltlichen Punkte. Wofür die Volkspartei steht, das müssen wir ganz klar machen. Auch das ist ein Prozess, der nicht von heute auf morgen gelingt. Ich werde Ihnen heute nicht vorlegen, was ich alles dazu zu sagen habe, sondern ich nehme mir dafür die nötige Zeit, die Gespräche mit den Leuten zu führen, die unsere Volkspartei tragen. Ich werde in die Bundesländer fahren, ich werde mir Ratschläge holen, ich werde mir Meinungen aufsammeln von unseren Funktionären, von unseren Landesparteiobleuten, von unseren bündischen Obleuten, von allen, die in diesem großen VP-Team mitarbeiten. Und ich möchte dann am Parteitag, am 20. Mai, diese Vorstellungen zusammenfassen, einen Ausblick geben, wie ich mir diese Arbeit für die Volkspartei vorstelle. Das ist mein Plan, das sind meine drei Schritte, die jetzt unmittelbar getan werden müssen. Aber ich darf auch am Beginn sagen, ich freue mich, dass ich neben Josef Bröll heute hier stehen kann, dass ich ihm vieles zu verdanken habe, das möchte ich betonen. Dass er mich heute vorgeschlagen hat, ist mir eine besondere Freude. Und ich bin sicher, dass wir in besonderer Art verbunden bleiben. In der Weise, dass er mit dem, was er in der Volkspartei begonnen hat, nämlich uns aufzumachen, zu neuen Ufern, auch eine Größe zu zeigen, auch andere Gruppen anzusprechen, das muss fortgesetzt werden. Ich nehme das von ihm als einen Auftrag mit und weiß, dass er mich dabei unterstützen wird, diese Aufgabe zu erfüllen. Danke dir. Danke schön. Der neue Bundesparteiobmann steht Ihnen nun für Fragen zur Verfügung. Bitte, Herr Tür. Herr Außenminister, bleiben Sie dieser Funktion treu? Welche Ämter übernehmen Sie in der Regierung und wie geht der neue Regierungsmarschall? Welche Kosten werden ausgerechnet? Ich habe schon gesagt, ich werde das möglichst rasch entscheiden. Ich werde mir jetzt die Dinge durch den Kopf gehen lassen, meine Gespräche führen, was neue Persönlichkeiten betrifft, die einfach nachzubesetzen sind im Regierungsteam, und werde so rasch wie möglich, das heißt bis zur nächsten Nationalratssitzung, das beieinander haben. Herr Bürger, bitte. Herr Minister, mich hätte interessiert, wie lange haben Sie gebraucht, um Ja zu sagen? Wann ist erstmals der Kontroll oder wer auch immer Sie angetreten? Ich habe mir das reiflich überlegt, aber natürlich in dem Zeitrahmen, der zur Verfügung stand. Gestern hat der Josef Bröll am Morgen begonnen zu telefonieren, dass er seine Funktion in jeder Hinsicht zur Verfügung stellen wird. Und dann war die Zeit, nach einigen Gesprächen mir das durch den Kopf gehen zu lassen. Ich bin dann zum Mittag zurückgekehrt aus Luxemburg und habe dann am Nachmittag diesen Überlegungsprozess abgeschlossen, nach vielen Gesprächen, vor allem auch mit meiner Frau, und habe dann Ja gesagt. Sie gelten als sehr familienfreundlicher Mensch, haben dann jetzt drei Funktionen oder auch nicht. Wie soll sich das ausgehen? Es ist eine gute Frage, die ich mit meiner Familie auch zu klären habe. Aber das wird mir gelingen. Heute am Morgen haben meine beiden Söhne, die ich zur Schule gebracht habe, genau diese Frage gestellt. Ich wusste aber noch nicht, ob ich das überhaupt beantworten muss. Jetzt weiß ich es und ich werde mir eine gute Antwort überlegen. Ist heute auch darüber gesprochen worden, ob Sie automatisch dann auch der Spitzenkandidat bei der nächsten Wahl sind, oder ist diese Sache nicht fixiert worden? Wir haben heute beschlossen, dass ich geschäftsführender Parteiobmann bin, dass ich der Kandidat für den Parteitag bin und auch die Funktion des Vizekanzlers in der Bundesregierung übernehmen soll, als derjenige, der dieses Team repräsentiert. Das ist heute beschlossen. Nein, die Personalentscheidungen treffen wir dann. Wenn es einen Vorschlag von mir gibt, dann werde ich den Parteivorstand zusammenholen. Selbstverständlich, aber das wird erst bei der Wahl 2013 zu entscheiden sein. Bitte einer nach dem anderen, sonst verstehe ich nicht. Herr Jölli, nochmal, bitte. Es wird eine Reihe von Veränderungen im ÖVP-Regierungsteam geben. Ich werde mir das gut überlegen, einen Vorschlag machen. Ich habe das Pouvoir bekommen, das auch tun zu können, und werde meine Vorschläge dann präsentieren, dass wir in der nächsten Nationalratssitzung auch ein neues Team vorstellen können. Ich habe schon gesagt, was dazu zu sagen ist. Wie wichtig sind dann bei dieser neuen Besetzung dieses Regierungsteams die Bünde und Bundesländer, oder haben Sie wirklich freie Hand? Wichtig sind alle Teile der Volkspartei, das ist keine Frage. Aber ich habe mir heute auch ausdrücklich vom Parteivorstand ein Pouvoir geben lassen,